Hallihallo, meine Lieben. Guten Morgen. So, jetzt kriegt unser kleiner Mann hier wieder seine Flasche, der es kaum abwarten kann. Ja, langsam. Ach Gott, Hilfe, 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 Hilfe. So. Dabei. Na, willst heute Morgen nicht so, wie wir wollen? Bist du zu ungestüm? Ja, der kleine Mann hat jetzt vor 2 Tagen die Augen geöffnet und ist jetzt mittlerweile 17 Tage alt. Und wie man sieht, ist er richtig fit und munter. Kann es immer kaum erwarten, wenn ich ihn aus dem Körbchen rausnehme, dass er jetzt wieder seine Flasche bekommt. Das weiß er nämlich ganz genau. Nicht so ungestüm, junger Mann. Langsam, komm. So. Darf nicht so hektisch sein. Die Flasche ist ganz allein für dich. Beziehungsweise auch nicht, weil den Rest bekommt ja immer die Mami. Ja, die hört man auch im Hintergrund so aufgeregt hecheln. Weil. Auch wenn ich jetzt jeden Tag den Kleinen rausnehme und fütter, jedes Mal ist sie aufgeregt, wenn ich ihr Baby da weghole. Aber sie kriegt ihn ja gleich wieder. Und anschließend bekommt sie dann immer den Rest vom Milchfläschchen. Ja, die anderen beiden Geschwister muss ich überhaupt nicht mit der Flasche zufüttern. Die sind aber auch schon doppelt so groß wie er. Also das sind richtige dicke Raupen. Da ist er ein richtig kleiner Minimoy dagegen. Aber wie man sieht, auch wenn er so ein Winzling ist, er ist quietschvergnügt. Ist das nicht süß? Jetzt wird's Bäuchlein voller, dann wird er langsam ruhiger. Aber es ist immer wieder so schön zu sehen, wie die Kleinen sich entwickeln. Er war ja wirklich so ein Mini-Mini-Würmchen, wo ich gedacht habe, oh Gott. Und jetzt entwickelt er sich zu einem richtigen süßen kleinen Hündchen. Das Fell wird immer mehr. Hat einen ordentlichen Zug am Leib, wie ihr seht. Jetzt hat auch schon der hektische Milchtritt nachgelassen. Ja, es lässt nach.
Der größte Hunger ist gestillt. Jetzt ist man satt, gell? Oh. Ein sattes Babylein. Gell? Kleiner Mann. So, der Kleine hat fertig getrunken und das war's dann mit Neuigkeiten von unserem kleinen Flaschenbaby. Bis dann, tschüss. Ja. Bist doch satt, guck mal dein Bäuchlein, das platzt gleich.